Hallihallo, ich hätte da mal eine Bitte an die Python-Programmierer. Python, schöne Programmiersprache, leider schlecht gepflegt von Seiten der Programmierer von Python. Mein ältester Bug, den ich momentan gefunden habe, reicht zurück bis ins Jahr 1996. Keiner schaut sich Quellcodes an. Nun sagen wir mal, 2003 gilt auch noch, da hat man einen Schreibfehler oder zwei behoben und ja, wo finden wir dieses fehlerhafte Programm? Locate, pilprint. Das finden wir direkt in User-Bindung gleich zweimal. Einmal in einer Python-Version und einmal in der Python 3-Version. Zweimal gleich drin. Gut, und kein Mensch schaut sich das an. Pilprint. Also bitte mal. Check doch mal irgendjemand die Python-Skripts, ja. Pilprint lässt sich nämlich wunderbar exploiten. Minus großes P. Und hier kommt normalerweise der Druckername und dann ein Bild, ja. Zum Beispiel test.png. Das Problem ist, der Druckername ist nicht Shell Command Resistant. XIS ist ein Programm. Kann man ausführen. Dadurch, dass das Programm in Anführungszeichen steht, kommt das nicht direkt über dieses Shell-Kommando, das ich hier eintippe, sondern wird vom Pilprint ausgeführt. Und wir sehen, das Programm XIS läuft. Ja, also dieser Shell-Kommando-Fehler ist seit 96 drin. Deshalb bitte mal an die Programmierer, die interessieren sich anscheinend nicht dafür. Für ja, lokale Shell Command Injections. Ne? Interessieren sich nicht dafür, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie sich mehr so auf das Internet konzentrieren, auf PHP-Fehler und ähnliches. Wie kommt dieser spezielle Fehler hier rein? Nun, über den Parameter p war es denn so, dass Folgendes passiert. Über den Parameter p. Also wenn Option minus p, dann mache folgendes, Printer ist Line Printer minus p und dann wird im Prozent s das Argument halt der Drucker eingefügt und der war halt jetzt im Moment, ja, Semikolon XIS und kam darüber rein. Und was passiert dann am Ende des Tages damit? Das wird auf OSP Open gegeben, na? Und OSP Open ist nicht Shell Kommando resistent. Na? Kommt hier über die Printer rein, habe ich schon gemeldet. Ja, meine drei, vier Lieblings-Shell-Kommando anfälligen Python-Befehle sind die folgenden. Also das Bild war sowieso harmlos. Folgende, bitte überprüft doch mal. Das Kommandomodul, also Commands, ist schon urlange veraltet, wird aber immer noch eingesetzt. Zum Beispiel in der Firewall-Anwendung GUFW habe ich es gefunden, konnte es exploiten. Also commands.getStatus, commands.getStatusOutput. Oder das, da gibt es glaube ich noch ein drittes getStatusFile. Diese Dinger sind veraltet, gehören nicht mehr in Python-Skripte. Ja. Nehmt das Subprozessmodul. So, dann hier gerade eben veraltet seit Version 2.6 von Python. Auch popen Shell Kommando anfällig, nicht mehr benutzen. Und unser Lieblings immer noch benutzt, da steht hier auch kein Hinweis, dass das irgendwie veraltet wäre. OS System führt jedes Shell Kommando aus, sollte man wissen. Das Subprozessmodul ist mehr powerful. Das bitte benutzen. Das ist Shell-Kommando-resistent, sofern man nicht den Parameter Shell gleich true verwendet in Subprozess. Ja, seid so gut, prüft eure Python-Skripts, damit sowas dann nicht seit 1996 drin ist, ja, seid so gut, ja. Auch wenn das jetzt nicht direkt vom Internet aus exploitable ist. Es kann ja sein, jemand benutzt dieses Library in einem neueren Programm. Er denkt, nun ja, ich habe ein aktuelles Betriebssystem.
Hier Willy Werwolf. Und im User Bin, in einem der höchsten Verzeichnisse, ne, direkt von der Kommandozeile eingebbar, gibt es das Kommando. Warum also nicht nutzen? Es könnte also jemand ein aktuelles Programm schreiben, das mit dem Internet was zu tun hat, ein Bild runterlädt und es ausdruckt. Aus irgendeinem dummen Grund kommt er auf dieses Programm, findet Pilprint prima, löst vielleicht sein aktuelles Problem, baut es ein und das Shell-Kommando ist an einem aktuellen Programm drin, nur weil der Python-Programmierer von damals vielleicht schon längst den Löffel abgegeben hat. Ich weiß es nicht. Und selbst die, die leben, gucken nicht in ihre Skripte rein. Es interessieren sich die Leute nur für irgendwie alles, was mit dem Internet zu tun hat, direkt, ne? Direkt so, als könnte man sich direkt reinhacken. Das ist alles interessant, ne? Wenn einer direkt von der Webseite aus, klack, klack, ne, irgendwie ein PHP-Skript, dann ist das schön. Aber hier mit Umwegen wird komplett vernachlässigt. OSP Open bitte nicht mehr benutzen. OS-System bitte nicht mehr benutzen. Commands, Get-Output. Oder Command Get Status Output bitte nicht mehr benutzen. Ich habe mindestens 30 Skripts gefunden, die für Shell-Kommandos anfällig sind. Und das hier schon seit 96. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.